Herzlich willkommen zu diesem heutigen Talk-Video. Draußen wütet der Sturm, bei uns regnet es. Die Bäume legen sich schon fast auf den Boden und deswegen kann ich heute keinen Außendreh machen. Ich hatte es schon im Gewinnspiel-Auslösungsvideo gesagt, deswegen mache ich heute nochmal ein Talk-Video. Es war in den letzten Tagen wirklich einiges los. Es waren ja viele Themen gekommen und es gab auch viele Diskussionen unter den Videos. Und da möchte ich heute nochmal auf ein paar Sachen eingehen. Viel Spaß dabei. Hier nebenbei lasse ich am Anfang nochmal die Website ein bisschen mitlaufen. Ihr habt mir jede Menge Fotos geschickt von euren Fahrzeugen im sauberen Zustand oder während der Wäsche oder auch so Nahaufnahmen vom Lack, wenn die kleinen Perlen so drauf liegen. Das sieht richtig geil aus. Danke nochmal an alle, die ihre Fotos schon eingeschickt haben. Wer da noch Bock drauf hat oder vielleicht sind in letzter Zeit noch Abonnenten dazugekommen, die das noch gar nicht so mitbekommen haben, also www.xarenfr.de. Und wenn ihr euer Auto da mit auf der Page mit drauf haben wollt, hier in dieser Wechselgalerie sozusagen, dann schickt mir eure Fotos zu und dann baue ich das hier an den richtigen Stellen mit ein. Kommen wir zu einem Thema, was in letzter Zeit ein bisschen untergegangen ist, weil ich musste noch viele Überlegungen anstellen, welche Sommerfelgen hole ich mir für die neue Saison 2017 und auch 18 und 19. Die sollen ja ein bisschen länger auf dem Auto draufbleiben. Und ich wollte unbedingt so eine schwarz-rot, nur rote Version haben, vielleicht auch mit diesem eingedrehten Design, was ja im Moment so ziemlich im Trend ist. Ob ich diesen Trend mitmache, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Deswegen habe ich solche Felgen mit reingenommen, aber ich habe auch Felgen ohne dieses eingedrehte Design. Und die erste, die in meine nähere Auswahl kommt, ist die Oxygen Attraction 20. Ich blende euch hier nochmal groß ein, weil auf dem Bildschirm wird es ein bisschen klein sein. Die erfüllt bisher fast alles, was ich mir von so einer Felge vorstelle. Also schönes Design, die Speichen sind nicht zu eng beieinander. Man hat aber auch nicht zu dicke Speichen. Das Ganze ist leicht eingedreht. Ihr habt die Schwarz-Rot-Kombination mit diesem roten folierten Oxygen-Design. Das finde ich eigentlich richtig nice. Sind auch preislich nicht so extrem intensiv. Das einzige Problem bei dieser Felge ist leider, dass es davon keine Version für die linke Fahrzeugseite und die rechte Fahrzeugseite gibt. Wenn das doch nicht der Fall sein sollte, dann schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Ich habe aber bei Oxygen angerufen und da wurde mir gesagt, es gibt nur diese eine Version. Und deswegen dreht dann auf der linken Seite die Felge in die richtige Richtung und auf der anderen Seite dreht sie sich praktisch gegen ihren eigentlichen Uhrzeigersinn, die sie eigentlich durch das Design verliehen bekommt. Und das ist ein bisschen schwierig. Also da kann ich mich noch nicht so ganz anfreunden. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr Felgen, die sich auf beiden Seiten in die richtige Richtung drehen? Es gibt ja viele andere Hersteller, die das anbieten. Aber Oxygen, glaube ich, bietet das nicht an. Und vielleicht habt ihr auch so eine Felge hier bei euch am Auto dran und sagt, eigentlich, man stürzt sich dann so nach 2-3 Wochen gar nicht mehr dran. Das fällt gar nicht mehr auf. Schreibt da mal eure Meinung unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, weil ich... Dadurch, dass ich so eine Felge noch nicht am Auto hatte, bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich mich danach ärgere, weil man gibt ja viel Geld aus. Und dann am Ende, nach 2 Wochen, sagt man sich, ach, sieht irgendwie doch komisch aus. Und dann ist es natürlich ärgerlich. Man will ja mit seinen Lieblingsfelgen durch die Gegend fahren und sich jedes Mal freuen und nicht ärgern, dass man am Ende doch sich dafür entschieden hat. Deswegen muss ich da viel, viel drüber nachdenken. Und das soll wohl überlegt sein. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis der Frühling dann richtig angekommen ist. Also die erste Felge hier, die Oxygen Attraction 20. Die zweite Felge, die mir hier zur Auswahl steht, ist die Ultra Real UA9 in Rot. Die kann man auch in so einer roten Version bestellen, deswegen ist die mir ins Auge gestoßen und ihr hattet die mir auch in den Kommentaren empfohlen, der eine oder andere. Und deswegen habe ich diese mal mit reingenommen. Die haben auch dieses eingedrehte Design noch ein bisschen stärker. Ich blende es auch hier nochmal groß für euch ein, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Die haben ein sehr, sehr ähnliches, in Anführungsstrichen, Design wie die Oxygen, die ich vorher gehabt hatte, aber sie sind stärker eingedreht. Das heißt, irgendjemand hat in der Mitte die Hand angesetzt und das Ganze noch weiter eingedreht und schon kommt ein ähnliches Design raus, hier wie von den Ultra Wheels. Es gibt dann noch diese Keskin KT17, in irgendwie so die Bezeichnung, gibt es aber leider nicht in Rot. Falls das der Fall sein sollte, dann schreibt es auch mal unten in die Kommentare rein. Weil die sind auch ganz schick, aber ich möchte so in diesen Rotton gehen, weil ich diese Rot-Weiß-Kombination so wie bei meinem Gehäuse hier so ein bisschen verkörpern will, auch an meinem Auto. Deswegen, also die UA9 kommen auch in vernünftige Preisregionen für so eine Felge. Also ist der eine wird sagen, das ist trotzdem viel zu teuer, der andere wird sagen, ja, da gibt es noch viel teurere. Gibt es auch noch weitaus teurere Felgen. Aber ich glaube, die kosten so 950 Euro, alle 4 zusammen. Ja, da muss jeder selber entscheiden, wie viel Geld er da investieren kann. Der eine spart halt ein Jahr länger und holt sich dann die teuren Felgen oder der andere holt sich nur günstige und wechselt öfters. Das ist jedem selbst überlassen. Jeder hat da andere Vorstellungen. Die kosten, glaube ich, 960, 980 so im Moment. Muss man mal schauen. Also das ist die zweite Möglichkeit. Gefallen mir auch richtig gut und die gibt es auch noch in so einer Purple-Lila-Version, die wurde mir auch mal vorgestellt. Schwierig ist nur, das passt nicht unbedingt in meine Weiß-Rot-Schwarz-Kombination so rein. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten, so dieses Lila so. Aber ich denke, das ist ja so eine knallige Farbe und da gibt es bestimmt auch durchaus Menschen, die auf so einen Eyecatcher stehen. Und ich habe es mir mal per Photoshop an mein Auto so ein bisschen dran gebaut, diese Purple-Version. Ich blende es euch auch nochmal ein. Jetzt habe ich hier auf dem Rechner kein aktuelles Bild dazu. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig.
Es gibt durchaus bestimmt Sportwagen, die mit sowas richtig geil aussehen, was so ins Auge fällt. Aber ich bleibe dann doch lieber bei der Rot-Weiß-Kombination. Und die dritte Felge habe ich euch schon vorgestellt, die Z-Performance ZP09. Preislich von den dreien am höchsten, da bezahlt man ungefähr 1.500 Euro für vier Felgen. Das ist also 380 Euro ist so der Durchschnittspreis für eine Felge. Das ist natürlich richtig heftig. Also uiuiui, also da muss ich echt gucken, dass ich, ob ich das zusammenbekomme, weil es, man hat noch andere Ausgaben im Leben und das ist, für Felgen ist das schon richtig heftig, da muss man echt schauen. Aber umso länger ich mir diese, jedes Mal, wenn ich die Felge sehe, freue ich mich einfach tierisch. Und auch hier jetzt mehr am Fahrzeug, ich habe mal ein Bild rausgesucht, da habt ihr ein Fahrzeug mit einem weißen Lack, da sieht man mal die Kombination, auch wie es ungefähr aussehen könnte. Ich habe euch ja schon mal den Leon eingeblendet, bei dem die verbaut waren. Also die machen einen richtig schönen Premium-Eindruck. Und wenn ich damit dann irgendwann mal gegen eine Bordsteinkante fahren sollte, dann würde mich das richtig ärgern. Also ich glaube, da fahre ich noch vorsichtiger, wenn es so um Richtung Bordsteinkante geht. Ich bin noch nie gegen eine Bordsteinkante gefahren, zum Glück. Aber bei sowas würde ich mich richtig schwarz ärgern, wenn ich hier solche Schäden an die Felge rankommen würde, weil die sind so schön und dieses Design gefällt mir richtig gut. Genauso wie auch bei den anderen beiden. Also da müssen wir mal schauen. Lass mir den Preis erstmal außen vor. Wir reden erstmal nur über das Design. Ich möchte noch nicht sagen, welche von den dreien hier bei mir im Moment auf Platz 1 steht. Nach euren unzähligen Vorschlägen hier, welche Felgen man sich im Sommer mal ans Auto ranschrauben kann, sind diese drei in meine nähere Auswahl gekommen. Preislich doch schon einige Unterschiede dabei. Und schreibt mal unten in die Kommentarbox rein, welche Felge euch an meinem Leon, nicht unbedingt an eurem schwarzen, blauen, roten, grünen Auto, sondern an einem weißen Leon-Kombi für euch am besten passen würde, also welche euch am besten gefallen würde. Das wäre für mich auch mal interessant zu sehen, wo gehen denn da so die Gesamtgeschmäcker hin? Das wäre echt interessant. Deswegen schreibt es mal unten rein und am Ende gebe ich euch Bescheid, für was ich mich dann entschieden habe. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt da so ein kleiner Carporn, da werde ich mir mal richtig Zeit nehmen und dann euch damit überraschen. Oder wir packen die Felgen zusammen aus. Da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das machen. Zweites Thema heute am Start, die Felgenbürsten. Da möchte ich jetzt nicht nochmal explizit auf die Videos eingehen, sondern auf die Geschichte hinter dem Video. Erstmal eins vorweg, ich hatte ja jede Menge Bürsten für euch im Test. Da waren Bürsten dabei, die waren absolut für die Tonne. Das musste ich natürlich mittesten. Aber wir hatten Premium-Bürsten. Wir hatten hier von Microfiber Madness von Gian. Die waren ja richtig qualitativ hochwertig. Da konnte man auch die Bezüge abnehmen und so weiter. Und das sind natürlich richtige Premium-Bürsten hier. Die Wheel Wheelies sehr speziell. Vielleicht sogar eher noch für den Innenraum geeignet. Für die Details hier beim Saubermachen. Aber nicht unbedingt für die Felge. Da fand ich sie fast schon zu schade. Und ihr habt auch da eure Meinung abgegeben. Der Felgenschrubber war sehr beliebt bei euch. Fürs Tiefbett absolut geeignet, aber so viele Details fand ich dann doch schon die IZ Detail oder die Welle Pro auch als schmale Bürste echt genial. Und ich hatte schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich ja mit der IZ Detail Brush sehr, sehr lange im Einsatz war und immer noch bin. Und da werde ich mir sicherlich nochmal die größere Version holen oder ich hole mir vielleicht eine Gian, da weiß ich noch nicht, wie ich mich da entscheiden werde, da muss ich mal schauen. Nochmal auf die Microfiber Madness zu sprechen, ich hatte ja die große im Einsatz und da gab es ja noch die Flat-Version und die habe ich auch schon hier. Ich habe das gesamte Sortiment von Microfiber Madness hier zu diesem Thema Felgenbürsten schon hier neben mir liegen in meinem Testschrank. Das wird in den nächsten Tagen kommen, kleiner Spoiler an der Stelle. Da gebe ich euch nochmal so einen richtig großen Überblick über die ganzen Modelle, die es da am Start gibt, weil man kann diese Cover auch wechseln und es gibt unterschiedliche Größen und Aufsätze und da gebe ich euch nochmal einen richtig großes Video über dieses ganze Produktsortiment an der Stelle, damit er da auch einen richtig großen Überblick bekommt. Aber jetzt nochmal zum Video zurück und warum ich das in diesem Design gedreht habe. Coole Geschichte. Einen Abend vorher habe ich noch mit Abonnenten hier bei Skype gequatscht. Kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr da Bock habt, mal abends mit mir zu quatschen oder wir sind da auch 5, 6 Leute manchmal, da wird es ein bisschen durcheinander, da müssen wir uns ein bisschen absprechen, wer wann redet. Aber da quatscht man einfach so mal gemütlich über alle möglichen Sachen, auch über Dinge, die ich noch nicht getestet habe. Also falls ihr mich da mal kontaktieren wollt, ich blende euch mal hier unten meinen Skype-Namen ein, da könnt ihr mich einfach mal adden, wenn ihr da Bock habt. Ich bin absolut menschenfreundlich, ihr könnt ganz locker mit mir quatschen. Da braucht ihr keine Panik haben oder so, einfach mich kontaktieren und dann könnt ihr mich, egal, könnt mich auch bei Facebook oder so anschreiben. Aber wer Skype hat, kann mich da kontaktieren und dann kann man abends mal ohne quatschen. Zurück zum Design. Warum habe ich das gemacht? Wie gesagt, wir haben abends uns unterhalten und meine Katze springt hier auf den Tisch und ich rede so und schaue nicht unbedingt hin. Und hier dieses kleine Mikro, ich nehme ja hier mit dem Zoom H1 auf und dem Ansteckmikro, damit der Ton ein bisschen besser ist. Und das Kabel hier ist relativ dünn. Das Problem war, ich hatte das hier so liegen und quatsche mit den Leuten und surfen bis, schaue mich um und meine Katze kommt an, schnurrt mich kurz an, guckt sich das Kabel an und beißt es durch. Und schon war es durch. Ich habe es dann getestet, es kam kein Ton mehr raus und das war genau an dem Vorabend, das war an dem Freitag, Samstag habe ich ja das Felgenvideo, das Felgenbürstenvideo gedreht und Samstag, Freitagabend kommt meine Katze an und beißt mir das Kabel durch. So, was mache ich jetzt? 8:30 abends, wo soll ich da noch so ein Mikrofon herbekommen? Ich bin am nächsten Tag dann früh bei uns hier in Dresden
in den Elbepark gefahren und wollte noch so ein Mikrofon holen. Ich war in allen möglichen Shops, bei Cyberport, beim Mediamarkt. Niemand hatte hier so ein Rot-Ansteckmikro. Ich wollte auch kein anderes holen, weil ich damit echt zufrieden bin. Toll. Und nun? Jetzt musste ich mir was überlegen. Ich wollte aber unbedingt für euch das Video drehen. Ich hatte ja alles vorbereitet, alle Daten aufgenommen, alle Akkus geladen, alle Speicherkarten leer gemacht, damit ich hier drehen kann. Und dann stand ich früh da und musste dann feststellen, dass ich mir jetzt spontan was anderes überlegen musste. Dazu kam noch, dass ich jede Menge Wind hatte dann an dem Tag. Und wenn ich nur über diese ganz normale DSLR hier von der Canon 700D über das Mikrofon aufnehme, dann habt ihr nur Geräusche und das hätte natürlich absolut einen schlechten Ton gegeben und so ein Video lade ich am Ende nicht hoch. Musste ich mir was überlegen und dann habe ich kurz gegrübelt, so eine halbe Stunde später ist mir eingefallen, ich könnte ja mal dieses Design machen hier mit diesem Greenscreen und das war für mich nicht ganz einfach. Ich wusste auch am Ende nicht, ob es funktioniert, habe trotzdem die Felgenbürsten abgedreht und ich denke das Ergebnis, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, ich sehe ein bisschen lustig aus, ich habe so eine lustige Farbe, so einen lustigen Farbanstrich, das liegt aber daran, dass man den Hintergrund wegblenden muss und ich hatte glaube ich einen blauen Hintergrund, weil meine Wand im Hintergrund hatte so einen leichten Blaustich und deswegen habe ich einfach blau weggestrichen, deswegen sehe ich hier ein bisschen blass aus. Aber es war mal ein Design, es war ein Versuch und ich habe es noch glücklicherweise meiner Meinung nach in die richtige Richtung gerettet und es war einfach mal ein Test, auch für mich. Und ich denke, für euch war es auch mal ein bisschen was anderes, hier das so mit zu beurteilen. Ja, und das war die kleine Story hier hinter diesem Design dieses Videos. Ja, Soft 99 Pure & Shine, Reifenglanz hier noch ganz aktuell. Das Video ist ja vorgestern erst rausgekommen. Da bin ich echt zwiegespalten. Also ich habe es hier nochmal im Hintergrund mit eingeblendet und halte es mal an. Da muss ich echt sagen, das ist echt schwierig. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt sowas zeige. Ich muss natürlich alles testen und ich will für euch vieles testen. Aber hier muss ich sagen, werde ich vielleicht nicht unbedingt jedes Reifenglanzprodukt auf die Probe stellen. Wenn ihr das trotzdem wollt und sagt, aber den musst du dir mal angucken, genau das ist echt das Beste, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, dann teste ich das auch nochmal. Aber hier werde ich jetzt nicht so eine Reihe rausbringen, der beste Reifenglanz, ich habe 15 im Einsatz, also das ist mir echt so anstrengend. Und hier für diese Sache, weil der Reifen ist auch so ein Abnutzungsgegenstand und hier landet so viel Dreck drauf, das ist unglaublich und ich bin echt gespannt, wie lange das Ganze hält. Ich habe schon Fotos gemacht und ich denke mal in 2, 3, 4 Tagen werde ich mich dann nochmal hier zu dem Thema zurückmelden mit dem Teil 2, gebe euch da ein Fazit und am Ende kann dann jeder selber entscheiden, ob er für sowas wirklich Geld ausgeben möchte und wie viel Geld er ausgeben möchte. Ich sehe so bei sowas eher den Bereich Richtung Treffen und Fotos fürs Auto. Wenn ich auf eine Messe fahre und da mein Auto hinstelle und das soll einfach richtig perfekt im Licht glänzen, auch die Reifen. Viele von euch sind da auch misstrauisch gewesen, die anderen sagen, ich habe das immer drauf, ich finde das total cool. So sind die Geschmäcker, jeder findet was anderes gut. Ich wollte es testen und deswegen kommt dann in den nächsten Tagen nochmal Teil 2 mit meinem privaten Fazit hier dazu. Ich komme nochmal kurz auf meine Seite zurück. Ein paar Abonnenten hatten in den Kommentaren darüber gesprochen, so eine Kategorie einzufügen, aktuelle Sparangebote, sei es bei Aldi, Penny, Netto, egal worum das da geht, in diesen Shops, wo man so günstige Reiniger oder so bekommt, in solchen super Angeboten. Und da hat jemand vorgeschlagen, das Nikrin Autopflegeset. Und mir ist aber aufgefallen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, man kriegt hier nicht 3 Flaschen für 3,99, sondern man kriegt eine der 3 Flaschen für 3,99. Aber wer das hier mal im Einsatz hat oder wer davon eine Flasche geholt hat, der kann das gerne mal testen. Ich werde es in den nächsten Tagen einfach aufgrund meiner Arbeitszeit nicht schaffen, hier in Penny zu fahren und das zu kaufen und zu testen. Also wer da ein Feedback hat, der kann das gerne mal schriftlich zu mir schicken oder vielleicht könnt ihr auch ein Video drehen. Das wäre natürlich richtig cool. Deswegen, wenn ihr das im Einsatz habt, einfach mal ein Feedback dazu abgeben. Wäre echt interessant. Die zweite Rubrik, die ich jetzt hier eingefügt habe, sind die Gewinnspiele. Ich mache ja hier regelmäßig für euch Gewinnspiele, wie auch heute früh das Video online gekommen ist oder heute Mittag. Und füge da immer hier die Gewinnspiele ein und die Auslosung. Und da könnt ihr einfach nochmal schauen, wenn ihr so als neue Abonnenten hier gerade dazugekommen seid, was ich in den letzten Monaten hier alles schon so an Gewinnspielen rausgehauen habe. Da könnt ihr euch das Gewinnspiel anschauen. Und die Auflösung, wer dann am Ende gewonnen hat, habe ich für euch nochmal hier zusammengefasst, weil auch die Videos sollen mit auf die Page drauf. Und da könnt ihr euch nochmal richtig informieren. Hier oben fehlen noch die 2 Gewinner hier von den Detailing Bags und vom großen Set. Die füge ich jetzt hier im Anschluss noch ein. Vielleicht, wenn ihr auf die Seite jetzt drauf geht, ist es schon mit eingefügt. Und da seid ihr auf dem aktuellen Stand. Und in nächster Zeit kommen natürlich auch neue, coole Sachen hier auf euch zu. Und ich habe ja in den letzten Tagen noch ein Video hochgeladen zum Thema Kooperation. Ich überlege, mit so einem ganz, ganz kleinen und jungen Shop eine Kooperation einzugehen. Und ich habe auch im Video gesagt, das ist für mich ein Abenteuer, so absolutes Neuland und bin gespannt, was daraus entstehen kann. Denn das alles hier ist auch für mich ein Hobby und macht mir jede Menge Spaß und investiere da auch gerne Zeit darin. Habe aber noch einen Hauptberuf, der hier für mich auf Platz 1 steht. Und 2, 3 kleine Infos möchte ich noch an euch rausgeben, denn das Ganze soll im März auf jeden Fall noch hier an den Start gehen. Es gibt da noch keinen festen Termin und ich möchte auch keinen festen Termin nennen und sagen, hier in 10 Tagen geht's los, weil das Ganze muss wirklich in Sack und Tüten sein. Es muss alles ordentlich besprochen werden. Der Shop muss 100% stehen, weil wenn es dann losgeht, dann soll natürlich so wenig Probleme wie möglich auftreten. Das ist ja bei jedem
bei jeder großen Eröffnung eines Shops oder egal worum es geht, ist das dann der Fall. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Ganze im März jetzt starten wird. Wenn sich da was ändert, gebe ich euch noch Bescheid. Und ganz wichtig für euch, es wird exklusive Community-Vorteile geben. Wie das Ganze aussieht, kann ich noch nicht verraten. Das ist immer noch ein bisschen in Besprechungen. Aber eins kann ich euch noch sagen, für meine Community wird es richtig schöne Vorteile hier in diesem Shop geben. Werdet ihr dann sehen. Ich möchte auch nicht so viel verraten. Es soll auch eine kleine Überraschung sein. Und da könnt ihr gespannt sein. Ich hoffe und ich denke, das wird eine richtig coole Sache. Und jetzt bin ich am Ende angelangt. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch generell zu irgendwas Fragen habt, ihr könnt mich jederzeit anschreiben oder bei Skype, was ich vorhin schon gesagt hatte, immer her mit den Fragen und Themen. Und damit haut rein, Leute, und ciao.